und herzlich willkommen bei Jörten im Angeln. Ich bin Jonas. Ich bin Nico. Und heute probieren wir, wie ihr schon erkennen könnt, mit Pose Hechte zu fangen. Wir angeln mit kleinen Köderfischen und die Montagen seht ihr nachher. Genau, jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Video und wir hoffen, wir fangen einen. Liebe Leute, bevor wir jetzt die Montagen raushauen, möchte ich euch noch meine erklären. Und zwar fische ich hier mit einer 20 Gramm Pose, die ist super für Hecht, trägt so meinen Köderfisch perfekt. Hier drunter die Bebleiung, einen kleinen Wirbel und das 2-Drillingssystem, mit dem wir auch in den anderen Videos auf Raubfisch geangelt haben. Wenn ihr sehen wollt, wie man sich das bindet, schaut auf unserem 2-Kanal vorbei, den tue ich euch schnell hier verlinken. In dem Fall schaut euch da mal die Videos an. Und jetzt, bevor ich natürlich jetzt diese Montage verwenden kann, brauchen wir ein paar Köderfische und die fängt jetzt Nico. Wie Jonas gerade schon erwähnt hat, brauchen wir erstmal Köderfische, bevor wir unsere Montagen rauswerfen können und mal schauen, ob die Lust haben zu beißen. Nummer 1. Noch eine schöne Rotfeder. Jetzt wird es ja langsam Zeit, die Hechtruten rauszuschmeißen. Ich habe jetzt meine Rute platziert und zwar in unserem Hotspot, die überhängende Tanne, die ihr im Hintergrund eventuell erkennen könnt. Dort habe ich meine Pose und meinen Köderfisch ausgebracht und jetzt hoffe ich, dass die Pose bald untergeht. Also Jonas, seine Montage liegt ja schon draußen. Jetzt schaue ich, dass ich meinen auch rausbekomme und was es mit dem Papier auf sich hat, das erkläre ich euch nachher. Also, das mit dem Papier will ich bezwecken, dass die Pose über das Gewässer gleitet und so das Gewässer nach den Hechten absucht und mein Köderfisch im Schlepptau hinterherzieht. Überlasse ich dem Wind mein Anglerglück und hoffe, dass er mir einen Fisch bringt. Also beim Absetzen der Pose muss man sehr vorsichtig sein, damit man das Segel nicht zerstört. Aber der Vorteil daran ist, dass wenn der Wind auf das Segel pustet, verleiht es meinem Köderfisch einen Hauch Leben, weil es einfach bewegt wird. Also man muss immer darauf achten, dass die Pose genug Schnur hat zum Abziehen, weil das ganze System ja sonst nicht funktionieren wird.
Jo Leute! So Leute, der langersehnte Hecht auf Köderfisch ist nun an Land. Richtig schön abgezogen auf die Segelpose. Richtig geil. Der hat die 50 cm. Bis jetzt der größte für dieses Jahr. Einfach nur geil. Der Tag neigt sich dem Ende zu, beziehungsweise unsere Session. Wir haben den ganzen Tag hier verbracht. Unsere Geduld hat sich ausgezahlt, oder Nico? Ja, jetzt am Ende noch ein 55er Hecht auf Köderfisch. Hat uns einfach tierisch gefreut. Hätten wir jetzt nicht mehr gedacht, dass noch einer einsteigt. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Genau, das war jetzt echt noch krass. Wir waren eigentlich schon am Abbauen und auf einmal zieht die Segelpose ab. Wir warten kurz. Nico schlägt an, konnten gerade noch so die Kamera aufbauen. Da hatten wir den Fisch schon draußen. Brutal. Das war echt ein krönender Abschluss. In dem Fall würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und sonst sehen wir uns im nächsten Video. Also dann Leute, Petri, heil!